sehe sehr wohl gleichzeitig meine Zweifel grundsätzlich bei der Vorlage bestätigt, aber es kann gar kein Zweifel daran bestehen, dass die SPD sich an die im Koalitionsvertrag verabredeten Bedingungen auch halten wird. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, daran zu erinnern, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass es zu keiner Mehrbelastung der deutschen Autofahrer kommen darf und selbstverständlich, dass die Regelung nach EU-Recht auch vereinbart werden muss. Das schließt für mich selbstverständlich im Übrigen auch eine verfassungsgemäße Regelung mit ein. Niemand kann im Moment die Höhe der Verwaltungskosten einschätzen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Kosten der Verwaltung fast so hoch sind wie die Einnahmen aus der Maut. Jetzt will ich allerdings schon noch mal darauf hinweisen, dass die Grundidee, mehr für die Infrastruktur zu machen, richtig ist. Allerdings ist die Bundesregierung hier viel zu zaghaft. Es wird immer ins Schaufenster gestellt, 5 Milliarden mehr in dieser Legislatur für Infrastrukturmaßnahmen. Das ist viel zu wenig. Es werden jährlich, so sagen Fachleute, ca. 7 Milliarden gebraucht. Und auch da wäre die Maut wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es gibt besondere Probleme für den Grenzverkehr. Diejenigen, die zum Beispiel aus Polen, aus Frankreich auf den kurzen Weg für einen kurzen Einkauf nach Deutschland gekommen sind, werden jetzt dreimal mehr nachdenken, weil sie auch dafür eine Gebühr bezahlen müssen. Es wird zuallererst diejenigen treffen, die in diesen Ländern sozial schwächer sind. Es wird eine neue Grenze in Europa, eine Mautgrenze mit diesem Gesetz gezogen. Und nicht zuletzt scheint die Frage ausgespart zu sein, wenn es denn jetzt eine Maut gibt, die sich auf alle Straßen bezieht, dann handelt es sich natürlich nicht nur um Bundesstraßen, sondern auch um Straßen in Landeshoheit, um kommunale Verkehrswege. Und deswegen muss es einen Vorschlag geben, wie denn die Einnahmen aus der Maut auf die unterschiedlichen Ebenen aufgeteilt werden. Die Kfz-Steuer ist fein ausdifferenziert. Es gibt manche Autohalter, die zahlen nur 20 Euro Kfz-Steuer. Das muss dann alles gegeneinander verrechnet werden. Wie das so laufen soll, dass es kein bürokratisches Monster wird, vernünftig Einnahmen reinkommen und auch noch EU-rechtskonform ist, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich befürchte, dass da dieser CSU-Minister, nur um sein Steckenpferd durchzusetzen, ganz, ganz schwere Verwerfungen in Europa auslöst. Nämlich unsere ganzen Nachbarländer denken sich doch, was soll dieser komplette Unsinn? Jetzt mal nur, wenn ich ein bisschen über die Grenze fahre, um in Deutschland einkaufen zu gehen oder bei Grenzstädten, zum Beispiel Frankfurt an der Oder, wenn ich da rüberfahre, muss ich dann was bezahlen? Das ist doch im Kern völlig absurd. Man hat manchmal das Gefühl, dass die CSU überhaupt nicht kapiert hat, dass in Österreich, nämlich daher kommt der Ärger ja ganz, weil sie immer das Gefühl hatten, wir müssen in Österreich bezahlen und die Österreicher bei uns nicht. In Österreich bezahlen halt alle Menschen die Maut. Schlichtweg alle.